Quadrat. Das ist das, wozu ich Sie heute begrüße, zu unserer Folge 144. Ich sage das nur, weil ich nicht weiß, ob der Heinz so schnell rechnen konnte. Du kannst ja sagen, ein Gross. Gut, ein Gross Quadrat. Nein, ein Gross sind 144. Dann möchte ich Sie ganz herzlich begrüßen und habe für Sie etwas mitgebracht aus Schweden. Uppsala hat da so einige Überraschungen gehabt. Und was ich Ihnen da zeigen will, das wird die Leute, die mit Funk und Empfängern und Sendern zu tun haben, wahrscheinlich aus den Latschen hauen. Aber bevor es soweit ist, wollen wir mal gucken, ob der Heinz auch was sagt. Ja, ich möchte alle ganz herzlich begrüßen. Schön, dass Sie dabei sind. Ich war zwar nicht in Uppsala, aber ich war zu Hause, habe eine wunderschöne Software gefunden und die möchte ich gerne vorstellen. Ich gehe jetzt schon mal arbeiten. Es heißt übrigens Uppsala, wie Salami. Also, und in Schweden, wenn Sie irgendwas gut finden, das, was Heinz, wird man sagen, Kanone. Ha? Ah, jetzt dein Schwedisch wird immer besser. Ja, denke ich mir. Das finde ich toll. Was ich hier habe, ist ein Stück Software, das von Magix ist, diese Berliner Softwarehaus, das ja sehr, sehr viele schöne Produkte hat. In ihrer professionellen Reihe haben sie jetzt Xara Designer Pro 10. Das ist so ein Tool für Bildbearbeitung, Grafik, für Text und für Präsentationen und ein bisschen für Animation. Ich zeige vielleicht einfach mal was. Wenn wir mal auf den Bildschirm schneiden, öffne ich einfach mal nimm mal hier das Bild, das ist schön. Das ist ein Blumenbild, das ist auf Mallorca entstanden. Ich möchte jetzt zum Beispiel hier diese untere Blume ausschneiden. Die soll aber nicht einfach nur ausgeschnitten sein, sondern die soll, sagen wir mal, in einer Transparenz laufen. Ich wähle einfach jetzt eine kreisförmige Transparenz an, das ist hier so ein Glas. Und schon sieht man, dass ich die Transparenz nach außen verschieben kann. Jetzt machen wir erst den Mittelpunkt mal dahin. Wir machen die vielleicht noch ein bisschen kleiner. Das sieht doch schon ganz schön aus. Vielleicht hier noch einen Zwischenpunkt setzen. So gefällt mir das. Die ist jetzt schon ganz schön. Ich sage jetzt aber, das Ganze ist ja noch mit dem Bild verbunden. Das heißt, wenn ich das schiebe, habe ich immer noch das ganze Bild dabei. Ich möchte aber nur den Ausschnitt haben. Das ist die Lösung dafür, die ist sowas von einfach. Ich nehme einfach einen Kreis, sage, das soll hinterher mein Bild werden, markiere alles und sage einfach die Formen kombinieren und zwar zuschneiden zum Beispiel. So, jetzt habe ich das Bild, jetzt habe ich hier meine kleine Blume in einer Transparenz. Die möchte ich natürlich jetzt auch irgendwie verbauen. Das ist aber kein Problem. Zunächst mal ist die jetzt wahrscheinlich zu groß. Die soll sein hinterher, ich weiß ja schon ungefähr, was da rauskommen soll, die soll zum Beispiel 5 cm sein. Ich gebe einfach ein an der Breite 5 cm. Die Höhe berechnet er selber und es funktioniert nicht. Das haben wir wieder gerne. 5 cm, zack, und schon ist sie sehr, sehr klein geworden. Die Digitalfotoapparate heute haben ja eine sehr, sehr hohe Auflösung, sodass, wenn man mit 72 dpi rangeht, hat man dann plötzlich riesengroße Bilder, mit denen könnte man ganze Hausfassaden bearbeiten. So, ich habe jetzt also das Bild ausgeschnitten, was ich vielleicht noch hätte machen können bei dem Bild. Ich hätte es noch optimieren können. Da gibt es einen sehr guten Optimierungsalgorithmus, den sehen wir uns vielleicht gleich noch an. Aber ich möchte hier mit diesem Ausschnitt was machen. Ich nehme mal eine neue Datei. Und zwar öffne ich ganz einfach eine Word-Datei. Die heißt mustertext.docx. Und das ist jetzt irgendein Text, den will ich Ihnen jetzt nicht vorlesen, weil da einfach irgendwas drin steht. Möchte aber jetzt diese Blume zum Beispiel oben links unter der Überschrift reinbringen und die soll dann den Text entsprechend verdrängen, wie man das in Layout-Programmen ja gerne macht. Also nehme ich mir meine Blume, markiere die, kopiere die mit Steuerung C, wie das üblich ist, nehme mir meinen Mustertext und füge sie ein und Sie sehen hier, die ist transparent über der Schrift. Wie gesagt, ich möchte jetzt natürlich aber die Schrift darunter verdrängen, das heißt dann einfach Text darunter abweisen und schon habe ich einen Formsatz, habe oben meine Blume, ob das jetzt gut aussieht oder nicht, soll in dem Falle vollkommen egal sein, aber ich habe mit ganz einfachen Mitteln innerhalb von einer ganz kurzen Zeit hier es geschafft, ein Layout zu nehmen, habe einen ganz normalen Text, einen Word-Text genommen, auch im Blocksatz, das war alles in Word vorher vorgegeben, habe dann das Bild genommen, habe es ausgeschnitten und eingesetzt und sagt Textverdrängung, habe schon einen Formsatz. Eine wunderschöne Sache.
Aber es geht natürlich noch mehr. Wir nehmen vielleicht noch mal unser Bild. Alles zurück. Es geht natürlich, kann man unendlich lange zurück klicken. Und hat hier auch noch ein paar Werkzeuge, die man aus der Bildbearbeitung kennt. Also Klonstempel. Man kann natürlich auch rechteckig das Bild beschneiden, wenn man es nicht so rund haben will wie ich. Man kann es mit einer automatischen Optimierung laufen lassen, wenn man die Bildteile optimieren will. Und kommt damit zu einigermaßen Ergebnis. Also alles das, was man sonst mit Bildern machen kann, da ist das. Kann man auch hier oben, sehen Sie eine kleine Leiste, ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Kann sagen, ich lasse eine Bildoptimierung laufen, kann hier vergleichen oder sage direkt, das Ding soll dunkler werden, soll mehr Kontrast kriegen. Naja, ob es jetzt besser ist, weiß ich auch nicht. Das ist ja nur, um die Beispiele zu zeigen und kann dann einfach über Vergleich vorher, nachher mir ansehen. Kann dann damit weiterarbeiten und wie gesagt, kann ausschneiden. Die Transparenz, die ich sehr mächtig finde und sehr einfach anzuwenden finde, war dann eben, haben wir da drauf gebracht, ausgeschnitten, fertig. So, was kann man noch machen? Text. Textverarbeitung. Nein, nicht richtig Textverarbeitung. Es gibt hier eine Funktion drin, die wunderschön ist, die ich in der Form an sich noch gar nicht gesehen habe. Ich mache das jetzt auch mal mit einem Text. Wir nehmen mal einen 36-Punkt-Text. Sagen wir mal, ups, das war nicht richtig, das ist ein Text. So, jetzt erstelle ich davon eine sogenannte eine Live-Kopie. Wo haben wir sie? Da müssen wir das richtige Werkzeug nehmen, das anordnen, eine Live-Kopie erstellen. Wie immer finde ich das jetzt nicht, da unten ist es. So, jetzt habe ich eine, das ist auch ein Begriff, der was Besonderes ist. Ich muss jetzt mal bei der Seitenoption mir ein bisschen was einstellen. Und zwar möchte ich mehrere Live-Kopien haben. Die sollen alle in 2 cm Abstand untereinander sein. Also gebe ich dann hier minus 2 cm ein. Wir gehen ja nach unten, sage übernehmen. Und kopiere diesen Text jetzt als als Live-Kopie, so nennt sich das. Das Schöne ist dabei, wenn ich jetzt hier eine Änderung vornehme in dem Text, dann passiert Folgendes. Ich kann zum Beispiel sagen, dieses ist ein Text. Und schon werden alle, oder dieses ist ein Test jetzt daraus gemacht, schon werden alle Ausprägungen dieser Kopie genommen und werden automatisch geändert. Das ist wirklich spannend, wenn man zum Beispiel sowas hat. Ich hoffe, dass ich das auf meinem Rechner habe. Wenn man zum Beispiel eine Visitenkarte nimmt. Ich habe da zufällig etwas vorbereitet. Mach ich weg. Hier haben wir zum Beispiel jetzt eine Visitenkarte. Das sind so die Computerclub-Visitenkarten, die wir schon mal haben. Ich nehme jetzt das Textwerkzeug. Es steht hier oben Heinz Schmitz. Ich ändere das in Wolfgang Rudolf. Und schon sind alle Texte auf dieser Seite, ich mache das mal größer, sind alle Texte auf dieser Seite, na, damit geht das, geändert. Das heißt also, alle Visitenkarten, 10 Stück sind es in dem Falle, haben dann die gleiche Änderung erfolgt. Auch wenn sich dann jetzt plötzlich die Telefonnummer ändern würde, wir haben, na, Text ist das, wir haben jetzt 012345 als Telefonnummer, dann ist das auch auf allen Elementen auf der Seite. Nur wenn ich die Seite wiederfinde, wo habe ich sie jetzt? Gut. Jetzt habe ich es so groß vergrößert, dass man nicht mehr sieht. okay. Da ist es. Jetzt habe ich es ganz durcheinander gemacht. Jetzt habe ich nur eine Kopie bearbeitet. Durch wildes Rumklicken passiert sowas schon mal. So, jetzt haben wir wieder alles. Und die Änderungen sind dann überall. Also eine Möglichkeit, sehr einfach Sachen zu ändern. Auch wenn man dann Elemente austauscht, geht das natürlich genauso gut. Was kann man mit sowas noch machen? Wir haben ja hier soeben unsere... Ach, jetzt haben wir sie ausgeschnitten. Na gut, so Transparenz machen ist ja kein Thema. Nehmen nochmal die Blume. So, und machen dahinter vielleicht ein Rechteck.
Das soll in den Hintergrund, also anordnen in den Hintergrund. Das ist das, was man sonst immer macht. Wenn man das einfärben will, hier unten ist so ein Farbbalken, da geht man einfach drauf. So, das sieht so ein bisschen nach, gelb. Das sieht so ein bisschen nach einer Urlaubskarte aus, die in dem Fall also nicht sehr schön ist. Ist egal, das, was wir machen wollen, damit geht natürlich auch. Ich kann nämlich jetzt hergehen und kann daraus zum Beispiel ganz einfach ein Web bauen. Machen wir dann nochmal hier oben einen Text hin, der Urlaubsfoto. Na, da muss man noch größer werden, der ist sehr, sehr groß. Wie groß ist denn das überhaupt, das Ganze? Naja, das ist sehr viel. Sagen wir, das soll nachher 640 Pixel sein. Also groß wie eine Webseite sein. Und du sollst dann eben 800 Pixel sein. So, jetzt haben wir das auf eine Größe gebracht, die man im Web brauchen kann. Jetzt kommt dann eben noch der Text da oben hin. Urlaub, das ist das, was jeder gerne hätte. So, und sage jetzt einfach, nehme das Ganze, das, was ich hier habe, und exportiere es als... Nein, das Internet wollen wir machen. Mach daraus eine Webseite. Also machen wir jetzt hier eine Webseitenvorschau. Ja, machen wir es als Vorschau. Dann erstellt er jetzt die Webseite, ruft in dem Fall den Browser auf und schon habe ich das da liegen. Er legt dann automatisch die Index-HTML an, er legt automatisch die notwendigen Verzeichnisse an, in denen die Grafikfiles liegen, in denen noch ein paar Skripte liegen und sowas und nimmt auch die Transparenzen mit. Er hinterlegt dafür ein JavaScript in dem Falle. Wenn also der Zielrechner kein JavaScript aktiviert hat, dann wird das dann nicht darstellbar sein. Aber ansonsten ist es sehr mächtig. Was kann man sonst so machen? Wir könnten zum Beispiel auch eine Textanimation machen. Das ist relativ einfach. Man sagt einfach eine neue Animation. Na, neu, ganz ruhig. Eine Animation kriegt dann eine, wo steht denn die Animation, ist weg, da. Er kriegt eine leere Seite, kann jetzt hier einfach drauf kopieren, nehmen wir mal, machen wir es ganz kurzes hier. Wir werden halt hier im Textmodus, wir machen einfach C, kopieren, E, kopieren, X, T. Und wenn ich das laufen lasse, habe ich hier ein Animated GIF daraus fertig gemacht. Das kann ich als Flash oder als Animated GIF abspeichern und habe damit alles, was ich brauchen kann, kann das dann auf die Webseite setzen und habe dann eine wunderschöne Sache. Also ein ziemlich mächtiges Paket, kostet ungefähr 300 Euro und das ist schon etwas, mit dem man sich dann schon mal schneller weiterhelfen kann. Mhm. Nur der Anschaffungswiderstand ist mir zu hoch. Das ist ein professionelles Paket eben. Gut, was ich hier habe, ist mehr als professionell, obwohl es ein Open-Source-Projekt ist. Aber man kann es auch als Fertiggerät kaufen, und zwar der HackRF1. So sieht dieses wunderschöne Teil aus. Jetzt habe ich auf Reset gedrückt. Das war ein bisschen dumm, aber mal sehen, was passiert. So sieht er aus. Relativ flach. Hier an dieser Seite habe ich Antennenanschluss, ein Reset und Programmierschalter und ein paar Leuchtdioden, die mir bestimmte Zustände anzeigen. Auf der anderen Seite USB-Anschluss und ein Clock-Ein- und Ausgang, den ich aber jetzt nicht benötige. Stromversorgung kommt also über USB. Und jetzt müssen wir mal sagen, was ist das eigentlich? Im Grunde genommen, Software-Defined Radio haben wir schon mal gehabt. Das haben wir auf dem Bildschirm zum Beispiel. Da läuft jetzt der GQRX. Ich habe mal vorgestellt, SDR Sharp mit einem USB-Stick, der eigentlich für Fernsehen gedacht ist, der irgendwo von 30 MHz bis 1,8 GHz, je nach Art und Ausführung geht. Dieses Teil hier ist, na, sagen wir mal, der ganz große Bruder davon. Der kann von 10 MHz bis 6 GHz alles durchgehend empfangen. Da sind auch keine Lücke mehr drin. Der kann von 2 bis 20 Megasamples eingestellt werden. Ich kann beliebige Bandbreiten nahezu einstellen. Ich kann Verstärkung, HF-Verstärkung, ZF-Verstärkung, Audio-Verstärkung einstellen. Ich habe unendlich viele Möglichkeiten, da etwas zu machen. Wenn Sie jetzt sagen, naja gut, ist ein größerer Stick, ja. Aber dieser HackRF1
kann auch senden in dem gesamten Bereich. Das heißt also, das ist ein Sender von 10 MHz bis 6 GHz. Gut, keine Riesenleistung. Also das Maximum in den niedrigen Frequenzbereichen liegt irgendwo bei 32 Milliwatt. Aber er kann senden. So, jetzt gucken wir uns das mal an, was das Teil kann. Wir gucken mal auf den Bildschirm. Ich habe eben schon gesagt, der Gecko RX ist gestartet. Und jetzt hat er sich wohl aufgehangen wegen, oder? Nee, ich muss die Lautstärke mal hochdrehen. Und da hören wir nichts. Er bewegt sich auch nicht. Ich starte ihn ganz einfach nochmal neu. Denn offensichtlich hat er das nicht vertragen, dass ich auf die Reset-Taste gedrückt habe. Obwohl bisher hat er auch keine Probleme gehabt. So. Ah ja, da tut sich etwas. Ich habe hier in der Nähe einen Sender. Also, wir hören, zum Radioempfang taugt er auch, wie zu sämtlichen anderen Sachen, ob erlaubt oder unerlaubt. Ich habe die Möglichkeit, hier zum Beispiel RF-Gain einzustellen, EF-Gain einzustellen. Man sieht auch gleich, was passiert rein optisch. BB-Gain kann ich auch einstellen und die verschiedenen Receiver-Optionen, alles was so ist. So, Radio hören ist vielleicht nun nicht ganz so spektakulär. Ich mach mal den Ton etwas runter. Keiner darf lauter sein als ich. Und gehe mal hier auf eine andere, als Lesezeichen, vorgespeicherte Frequenz. Bei 434 MHz. So, warum 434 MHz? Zum Beispiel nur, da toben sich natürlich viele Dinge aus. Funkfernbedienungen jeder Art, wie man hören und sehen kann, tut sich etwas und im Wasserfalldiagramm da unten im Verlauf kann man dann auch die Mittenfrequenz sehen, wo er sendet. Wenn ich Ihnen jetzt aber mal so, naja, sagen wir mal eine Anwendung zeige, ich beende den nochmal, so und gehe mal hier drauf. Ich kann von der Konsole mit dem HEC-RF Transfer, das rufe ich per Skript auf und sage hier Transfer Receive in die Datei Sprache.wav und gebe dann die Frequenz an und Verstärkung und also Bandbreite und so weiter. So, jetzt nehme ich mein Funkgerät. Das habe ich so ungefähr auf die Frequenz eingestellt. Genau brauche ich es nicht, weil er ja sehr breitbandig alles macht. Und werde jetzt mal die Aufzeichnung starten. So, das ist jetzt ein Schwachsinnstext, den ich mir ausdenke, damit keiner meint, ich hätte mir das vorher schon mal ausdenken können. Und tschüss. Das war's. Jetzt habe ich die Aufzeichnung gemacht und jetzt kann ich mit dem gleichen Skript natürlich mit einem anderen Parameter als, da steht jetzt T für Transmit, das, was der HEC-RF-WAN empfangen hat, wiedergeben. Achtung. So, das ist jetzt ein Schwachsinnstext, den ich mir ausdenke, damit keiner meint, ich hätte mir das vorher schon mal ausdenken können. Und tschüss. So, also, er kann als Empfänger dienen für Sprache, für Radio und so weiter. Und er kann das auch wieder senden. Man könnte sogar eine Basisstation für Funktelefone damit realisieren. Er kann zwar nur Halbduplex, jedenfalls in dieser Version im Moment, aber wenn man wenig Traffic hat, sollte das durchaus möglich sein. Darf man nicht, ist ganz klar, aber man könnte. Und könnte das, was man da eingelesen hat, dann irgendwann in Ruhe dekodieren. Und es gibt ja da genügend Tools im Internet für diese Sachen. Was man noch machen kann, nicht nur analoge Signale, sondern ich kann auch digitale Signale aufzeichnen. Wir wissen ja alle, bald wird es wieder Weihnachten. Was machen wir? Wir holen unsere Weihnachtskerzen raus, singen ein lustiges Lied und schalten die Weihnachtskerze ein mit der Fernbedienung. Das, was ich hier mit der Fernbedienung aussende, kann ich auch aufzeichnen, habe ich auch gemacht. Und wenn ich jetzt auf den Bildschirm gehe, da habe ich da ein Symbol Kerze ein, mache einen Doppelklick drauf und schauen Sie hier auf die Kerze, Achtung,
Da ist er an. Das heißt, genau wie Sprache kann ich auch digitale Signale aufzeichnen. Und wenn ich hier nochmal drauf gehe, Kerze aus. Ist zwar jetzt nicht ganz so spektakulär, zeigt aber die Möglichkeiten. Einschränkung Rolling Code, das ist nicht so einfach möglich. Da muss man dann schon ein kleines Programm dazu schreiben, um das zu machen. Aber wenn Sie mal Lust haben, schauen Sie mal im Internet nach. Bei YouTube gibt es ein Video, wo irgendwelche Dummbeutel so ein Teil genommen haben in einer Stadt, ich sage jetzt nicht wo, und haben damit dann lustig abends die und auch tagsüber die Straßenbeleuchtung ein- und ausgeschaltet, denn auch die wird per Funk gesteuert und auch das kann man aufzeichnen und wiedergeben. Dann kann man mal sehen, hier fehlt eigentlich vollkommen das Bewusstsein, was technisch möglich ist, sonst hätte man von Anfang an diesen Code so gewählt, verschlüsselt genommen, dass man es nicht so einfach kann. Man kann aber auch zum Beispiel seine Nachbarn ärgern, denn nicht nur das ist ja Funk, sondern viele haben ja solche Funkthermometer zu Hause. Die bestehen in aller Regel aus einem Sender und dann aus einem Empfänger, der mehr oder weniger viel nützliche oder unnütze Informationen hat. Das, was der Sender gemessen hat, sendet er aus und der Empfänger empfängt es, dekodiert es und stellt es dar. Das kann ich natürlich ganz genau so aufzeichnen. Und kann es wiedergeben. Ich habe mal hier, da steht 13,9 Grad Celsius. Und wenn ich jetzt da einen Doppelklick drauf mache, führe dieses kleine Skript aus, dann gucken wir uns mal auf dem Empfänger an, was passiert. Achtung. Ah, zeigt ja 13,9 Grad Celsius an. Aber der Sensor, der sendet immer noch seine richtige Studiotemperatur, die wir hier haben. So, und sobald ist wieder auf 27, der hat also wieder gesendet, aber ich kann auch wieder senden, dann ist er wieder auf 13,9. Sobald er das da gemacht hat, ja, und damit kann ich also im Grunde genommen alles, was ich so rings um mich herum habe, aufnehmen, kann es modifizieren. Ich kann ja sogar das Signal modifizieren, was ich habe, und kann es dann zurücksenden. Viele, viele Möglichkeiten, gute Möglichkeiten und auch böse Möglichkeiten. Dummerweise sind viele Garagentoröffner. Die haben keinen Rolling Code, die haben nur ganz einfache Sequenz, die wird gesendet, die nimmt man auf und dann kann man sie wiedergeben. Und was passiert? Das Garagentor geht auf oder zu. Also ein Werkzeug, wie wir es in dieser Perfektion, möchte ich mal sagen, bisher noch nicht gehabt haben. Wenn ich größere Reichweiten haben will, hier diese Stäbchenantenne, ach so, zum Preis. In Schweden habe ich 2.195 schwedische Kronen bezahlt, vielleicht, sagen wir mal, 220 Euro, so etwas. Ich habe mittlerweile gesehen, dass in Deutschland auch ein Anbieter das Teil hat. Da ist es ein bisschen teurer. Die Antenne kann ich natürlich weiter ausziehen, die war hier bei dem Gerät dabei. Aber die geht natürlich nur bis, naja, sagen wir mal, 2 Megahertz, dann ist Schluss. Ich habe mir dafür eine Spezialantenne gekauft. Diese hier, die muss natürlich, die Richtwirkung ist so, da wo sie hinzeigt, dann sendet sie auch hin, mit einem längeren Kabel. Die geht bis 6 Gigahertz, deckt also von 1,5 bis 6 den gesamten Bereich dessen ab, was auch der HEC-AF-WAN kann, empfangen kann. Gut, zu dem Gerät. Jetzt haben Sie gemerkt und haben gesehen, dass dieses Teil eine ganze Menge Potenzial bietet. Stromversorgung, das wollte ich eigentlich noch ansprechen. Ich habe beim Senden vor allen Dingen in niedrigen Frequenzbereichen ein bisschen Probleme gehabt. Manchmal hat er nicht mehr mitgespielt, weil er seine Stromversorgung nur aus dem USB-Kabel herauszieht. Deswegen habe ich hier an der Stelle ein Y-Kabel, welches nicht mitgeliefert wird, genommen und kann jetzt den doppelten Strom aus dem Rechner ziehen. Seitdem habe ich auch keine Ausfälle mehr gehabt. Das Ding läuft seitdem vollkommen problemlos. Firmware kann man neu aufspielen. Man kann, das habe ich beim Testen gemacht, das kann man hier schlecht sehen jetzt. Ich habe hier so ein, ich ziehe ihn einfach mal ab, hier so ein Stick drin, den ich schon mal vorgestellt habe. Und damit kann ich dann mit dem Programm, mit dem Geeko RX, das kann ich mehrfach starten.
hier mit arbeiten, hier mit senden und kann das als Kontrollempfänger nehmen und kann es gleichzeitig zurückspielen. Auch das ist möglich, das funktioniert einmal frei. Es gibt noch ein paar Macken dabei, wenn man zum Beispiel das Programm zuerst startet und ihn konfiguriert, dann komme ich von der Kommandozeilenebene nicht mehr daran. Das Skript schafft das also nicht, der ist belegt. Muss man sehen, ist ein Softwareproblem, hat aber mit dem Hacker-iPhone eigentlich nichts zu tun. Jetzt habe ich schon Leute gehört, die gesagt haben, das ist ja nun ein böses Teil. Man kann alles abhören, was man will, man kann alles knacken, man kann überall eindringen und so weiter. Die gingen so weit, dass man sowas verbieten sollte. Ich möchte die Leute nur bitten, dann auch mein Schweizer Taschenmesser, was ich seit 40 Jahren in der Hosentasche habe, ebenfalls zu verbieten. Damit kann ich auch alles machen. Kann jedes Gehäuse öffnen, kann jede Tür öffnen, kann jede Flasche öffnen oder sonst etwas. Es ist ein universelles Werkzeug, genauso wie ein Taschenmesser. Und wenn wir es verbieten, dann wird es deswegen immer noch vorhanden sein. So, dann machen wir einfach mal an der Stelle einen Break. Der Stuhl muss geölt werden, der quietscht. Wir gehen in die Verabschiedungsposition, aber nicht ohne dem Mick für seine Spende zu danken. Mick, ich habe die Rotoren nicht kaputt gemacht. Er schreibt nämlich hier, Mick darf genannt werden, die nächsten Computerrotoren, die Wolfgang schrottet. Ich habe sie nicht geschrottet. Nein, das war unser Gast, der hat das selbst gemacht. Trotzdem vielen Dank für diese Spende. Yogi ist natürlich wieder dabei. Viele Grüße in den fernen Osten. Alles Gute. Dann haben wir etwas ganz Edles, und zwar der Michael Edelmann hat eine Spende geschickt und hat auch geschrieben, er darf genannt werden. Das ist Edelmann. Dann schreibt mir hier der Tobias Reisenweber. Hallo, mal wieder eine kleine Spende von mir. Macht weiter so. Grüße von Tobias Reisenweber. Ja, jetzt habe ich den Mick zweimal. Wieso eigentlich? Will der zweimal genannt werden? Gut, ich nenne dich ein zweites Mal. Ach ja, richtig, genau. Ja. So, und dann haben wir, von wem ist das? Hier steht nichts drauf. Ich habe ein paar Zettel verloren. Kinders, die ihr da sind sie ja, YouTube, genau. Da haben wir, hallo. Nein. Ich habe irgendwie die von YouTube, die darüber gekommen sind, nicht dabei. Ich verspreche, in der nächsten Sendung kommen sie. Bis dahin tun wir den Daumen hoch, sagen, guckt mal in unseren Shop. Vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Dankeschön und tschüss.